Hallo, ja, ich begrüße euch zu meinem heutigen Video, einem sogenannten Q&A-Video, einem Fragen- und Antworten-Format. Und ja, ich wollte es einfach halt gerne mal machen, um ja, vielleicht ein paar Fragen, die der ein oder andere vielleicht an mich persönlich oder in Bezug auf die Bücher schon hat, mir stellen mag, möchte, eventuell. Und ja, ich wollte das auf diesem Weg einfach auch mal probieren, so ein Video zu machen. Und je nachdem, was für Fragen oder ob überhaupt ein paar Fragen so zusammenkommen, was mich ja persönlich sehr freuen würde, wenn ihr irgendwie Fragen an mich habt, wo ihr gerne mal eine Antwort drauf hättet, stellt. Und ja, wie gesagt, es ist jetzt hier so ein kleiner Versuch, ob die Resonanz dazu dann auch so ein bisschen gegeben ist. Ich möchte es einfach gerne mal ausprobieren. Und ja, ich werde das Video jetzt nicht in einem bestimmten Zeitraum jetzt, dass ich jetzt sage, das ist jetzt hier eine Woche oder so, dass ihr mir Fragen stellen könnt. Ich werde halt einfach erst mal sehen, ob ihr überhaupt Fragen an mich habt. Und wenn ein paar zusammenkommen, dann natürlich das Antwortenvideo dazu drehen. Ja, ihr könnt mir Fragen hier unten in der Infobox stellen. Ich bin ja nun nicht so sehr Social Media live-mäßig unterwegs. Also ich habe kein Facebook. Ich bin jetzt auch nicht bei Instagram, habe aber schon bei vielen anderen Booktubern und Lesekollegen mitbekommen, dass auch Instagram so eine Plattform ist, wo man sich halt da auch wahrscheinlich sehr gut austauschen kann. Das habe ich alles nicht. Ich benutze WhatsApp, aber es wäre jetzt vielleicht ein bisschen doof, hier meine Nummer einzublenden und ihr könnt mir per WhatsApp Fragen stellen. Deswegen, wenn euch vielleicht irgendetwas auf der Seele brennt, dann könnt ihr mir hier über YouTube in diesem Video gerne eure Fragen stellen. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich allen ganz tolle Ostern und einen ganz tollen Osterhasen, dass er was Schönes versteckt. Und wir sehen uns dann im nächsten Video, hoffentlich wieder. Bis dahin. Ciao.